Zu den aktuellen Konstellationen. Der Monat wird ja bestimmt vom Neumond im Wassermann im ausgehenden Januar. Der fällt jetzt für euch in den Bereich Arbeit und Gesundheit. Es ist also dann, der Februar ist ein Monat, wo das auch wichtig wird. Entweder vielleicht Veränderungen am Arbeitsplatz oder Maßnahmen für eure Gesundheit. Da müsst ihr mal schauen, was da auch für euch gerade so anliegt. Es ist auf jeden Fall ein sogenannter Quinkungsaspekt zur Jungfrau Sonne. Das bedeutet, ihr müsst Anpassungen vornehmen. Also vielleicht gibt es einfach Sachen in eurem Leben, in eurem Alltag oder auch Berufsalltag, wo ihr Sachen anders angehen müsst, ein bisschen Struktur anpassen müsst und was natürlich auch eine gewisse Energie erfordert. Genau. Und dann am Anfang des Monats habt ihr ja auch noch die Venus bei euch im Partnerhaus, im Begegnungshaus. Also das ist noch eine prickelnde Konstellation. Wohingegen der Mars dann schon für euch im achten Haus steht, nämlich im Haus der Festen bzw. der Ehe. Deswegen habe ich gesagt, diejenigen, die in vertrauten Partnerschaften sind, die können jetzt mal neue Wege gehen. Dafür ist das ein Hinweis, dieser Aspekt. Und da geht dann auch die Venus noch mit rein, am dritten dann. Das ist also für euch ganz spannend. Und deswegen tut das eben den Paaren gut, die vielleicht schon eine Weile so ein bisschen nebeneinander herleben, sich da mal gegenseitig aufzuwecken und sich was Schönes einfallen zu lassen. Besonders ja, da ja jetzt auch dann Valentinstag ist am 14. Könnt ihr ja mal schauen. So, dann ist gleich der 4. ein guter Tag für euch, wo nämlich der Mond im Stier steht. Schöne Energie zur Jungfrau-Sonne, bildet auch einen schönen Aspekt in euer 5. Haus. Also das könnt ihr euch schon mal merken, das ist ein Top-Tag für die Jungfrauen. Und dann wichtig noch für euch, die Rückläufigkeit von Jupiter ab dem 6. passiert bei euch im Finanzhaus. Kann also auch sein, dass da finanzielle Entwicklungen zum Stillstand kommen oder ihr da nochmal neue Pläne machen müsst oder Dinge nochmal ändern müsst, anpassen müsst. Kann auch übrigens mit dieser Sache mit dem Job zu tun haben, vielleicht geht es auch um eine Gehaltsverhandlung. Und dann bitte jetzt nicht verzweifeln, wenn etwas erstmal wieder rückwärts läuft oder nicht so gut läuft, weil bei Jupiter ist es dann meistens so, dass es dazu dient, dass dann noch was Besseres kommt. Ja? Also insofern wird sich die Sache dann am Ende höchstwahrscheinlich als für euch von Vorteil erweisen. Genau. Und dann ist ja am 11. dieser wichtige, erstmal am 7. auch wichtig für euch, da wechselt der Merkur das Zeichen, wechselt auch bei euch in den Bereich Beruf, Job, Joballtag. Ne? Da gibt es also sicherlich einiges zu klären. Während ihr vielleicht von eurer romantischen Liebe träumt, habt ihr da aber beruflich einiges zu tun und zu klären. Und dann haben wir am 11. eben diesen wichtigen Vollmond, den zeige ich euch jetzt nochmal. Und das ist eine Konstellation, die dann eben auch das Thema Arbeit, Gesundheit und diese Entwicklung nochmal beleuchtet. Da könnt ihr vielleicht rausfinden, worum es eigentlich geht. Oder wenn ihr angefangen habt, an etwas zu arbeiten, dann wird es unter diesem Vollmond sichtbar. Und das Ganze verbindet also auch noch die Bereiche Geld und Selbstwert, der sowieso gut steht für euch, und gemeinsame Werte. Und zwar verbindet das alles auf eine gute Art und Weise. Also ihr werdet vielleicht in eurem Leben da eine Struktur erkennen können, die für euch gut läuft, was euren Joballtag angeht, Unterstützung durch die feste Beziehung, vielleicht Unterstützung auf geheimen Wegen noch, hier 12. Haus, dass ihr vielleicht noch Eingebungen bekommt oder Informationen, die euch noch fehlen. Und das Ganze wirkt sich dann wahrscheinlich auch finanziell sogar noch günstig für euch aus. Also diese Konstellation ist gut für euch, ist vielleicht jetzt nicht, ja, sie ist schon auch partnerschaftsbezogen, insofern, als sie eben ins Ehehaus reingeht. Also das ist nochmal, das ist halt sehr interessant für diejenigen, die schon fest liiert sind. Da kommt jetzt nochmal richtig Bewegung rein in die Abmachungen, die sie mit ihrem Partner haben. Oder vielleicht macht ihr auch eine gemeinsame große neue Anschaffung, das kann auch sein. Oder es kann auch sogar ein Jobwechsel sein bei euch, dass ihr da euch vielleicht verändern wollt. Ist jedenfalls eine große Veränderungsenergie drin. Genau. Und weiter geht es dann mit dem 12. Das ist dann wieder ein Top-Tag für euch. Augenblick. Das zeige ich euch jetzt eben. Jetzt gehen wir wieder in den Zeitschritt rein. Und da haben wir dann am 12. den Mond in der Jungfrau, der dann hier nochmal das Partnerthema auch nochmal beleuchtet und verstärkt. Das kann also auch für euch ein Top-Tag werden, besonders eben auch für Singles, die noch auf der Suche sind. Dann, wie gesagt, am 14. am Valentinstag wechselt Lilith das Zeichen. Und
geht dann ins Quadrat zur Jungfrau Sonne und da werden sich gegebenenfalls emotionale Blockaden lösen und Dinge hochkommen, die ihr euch dann halt anschauen müsst. Genau, und dann am 18., das wird dann auch wieder spannend, da geht die Sonne in die Fische und damit in euer Partnerhaus. Das bringt dann einen ganzen Monat nochmal eine richtig viel Energie in das Thema Begegnung und auch eine starke Vitalität. Die Sonne ist dann hier so der etwas gesetztere, für die Frauen, ne, so der etwas gesetztere, reifere Herr, der in euer Leben tritt. Also vielleicht auch gut für alle, die jetzt schon mal eine neue Partnerschaft suchen, nachdem sie vielleicht schon eine hatten. Das kann auch sehr interessant sein. Gerade auch denn so um den 19., 20. rum, wenn die Sonne dann auch noch hier direkt in Verbindung mit dem Mondknoten steht. Und das bringt mich dann zu einer für euch extrem wichtigen Konstellation. Also erstmal fängt dann diese Krisenphase an, die ich schon angedeutet hatte. Und die kann jetzt bei euch auch zu Geldproblemen führen. Weil nämlich dann hier diese Konstellation mit Uranus und Mars, also diese etwas aggressive Konstellation, die fällt bei euch ja ins Haus Geld und gemeinsame Werte. Also nicht, dass ihr da was Gutes anfangt und euch dann doch mit eurem Schatz drüber streitet. Das wäre dann jetzt hier sehr wichtig. Jungfrauen können ja auch sehr kritisch sein und sehr pedantisch sein und damit jemanden vielleicht auch ein bisschen unter Druck setzen. Also da wäre es jetzt sehr wichtig, dass ihr dann schaut, dass ihr nicht da was wieder kaputt macht, was eigentlich sich schon gut angelassen hat. Und es kann aber auch wirklich, und es kann auch damit zu tun haben, dass ihr vielleicht eine Affäre habt, dass ihr vielleicht diejenigen seid, die heimlich eine Affäre haben, das kommt jetzt irgendwie raus. Das könnte sein. Und zwar ganz plötzlich und überraschend. Und dann wäre jemand auch ziemlich böse. Also da, das ist für euch durchaus ein bisschen heikel. Und müsst ihr gucken, wenn ihr euch angesprochen fühlt davon, dann bereitet euch schon mal darauf vor, dass ihr in der zweiten Februarhälfte lieber da irgendwie auf Abstand gehen solltet, damit es da nicht zu Ärger kommt. Ne? Das ist so ganz wichtig, dass ihr euch das klar macht. Zumal ihr eben wirklich noch eine entscheidende, unglaublich wichtige Konstellation dann kriegt, auch im Partnerhaus. Das ist nämlich jetzt hier der Neumond, der fällt dann für euch ins Partnerhaus. Und ist auch gleichzeitig eine Sonnenfinsternis, sieht man dran, dass es hier auf der Achse mit dem Mondknoten ist. Das kann jetzt eine sehr, sehr wichtige Begegnung für euch bringen. Es kann aber auch zu einer Trennung führen. Also nicht, dass jetzt hier plötzlich da was auffliegt und das führt dann zu einer Trennung. Ne? Also diese Sonnenfinsternis, die ist nicht so ganz ohne. Die kann sehr große Veränderungen bringen, übrigens auch beruflich. Das würde ja dann auch wieder mit der Konstellation hier im Jobhaus zusammenpassen. Vielleicht eben auch durch eine neue Partnerschaft oder durch eine Trennung. Deswegen passt also gut auf euren Schatz und eure Partnerschaft, denn am Anfang ist es ja noch super im Februar, aber dass es dann nicht plötzlich umschlägt. Also da seid ihr jetzt gefordert, sehr bewusst mit umzugehen. Es kann auch bedeuten, dass ihr vielleicht jemand Neues kennengelernt habt und sich dann in der Zeit rausstellt, dass da eben wirklich noch eine Heimlichkeit war, wo ihr dann sagt, nee, damit kann ich nicht leben, das ist auch möglich. Auf jeden Fall ist das eine sehr kraftvolle Konstellation und das Spüren, vor allem die Geburtstagskinder, die vom 30. August bis 2. September Geburtstag haben, die stehen unter dem Einfluss von dieser Sonnenfinsternis und in deren Leben ist es sehr wahrscheinlich, dass sich was Größeres ändert und die wirkt dann auch noch einige Monate weiter. Also wahrscheinlich wisst ihr schon, was ich meine, wenn ihr betroffen seid, weil sich das auch vorher schon aufbaut von der Energie und dann anschließend noch bis zu 9 Monate weiter wirkt, also wirklich im Leben was verändert. Wenn ihr wisst, was ich meine, worauf ich anspiele, dann eben denkt drüber nach, seid darauf vorbereitet, dass es da jetzt eine Zuspitzung gibt im Februar. Wenn ihr euch jetzt noch gar nichts drunter vorstellen könnt, vielleicht auch gar nicht in einer Beziehung seid, dann geht es auch vielleicht so an euch vorbei. Aber man muss es eben mal erwähnen, weil es halt eine sehr krasse und kraftvolle Konstellation ist, die dann eben doch auch auf die entsprechenden Geburtstagskinder einen starken Einfluss ausüben kann. Wenn ihr dazu weitere Fragen habt, stehe ich euch natürlich in der Beratung zur Verfügung oder meldet euch mal bei Antonias Sterne an, da können wir auch über sowas diskutieren. Das ist mein Webinar, das mache ich 1 bis 2 Mal im Monat. Nächster Termin wäre am 3. Februar. Falls ihr dazu Fragen habt, habt ihr da die Möglichkeit. Oder ihr macht bei meiner Verlosung mit. Diesmal verlose ich wieder 15 Minuten Kurzberatung. Und zwar auch mit einem zweiten Horoskop dabei, falls ihr eine Partnerschaftsfrage habt. Und das möchte ich an alle diejenigen verlosen, die meinen Kanal abonniert haben und mir in diesem Monat einen netten und interessanten Kommentar hinterlassen. Also wenn ihr da was wissen wollt, schreibt mir einfach hier auf YouTube, abonniert meinen Kanal, dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Ja?
Und sonst erreicht ihr mich natürlich auch über Facebook. Und wenn ihr eine Beratung braucht, findet ihr alle Informationen dazu auf meiner Webseite. Jetzt wünsche ich euch einen spannenden Monat, der ja wirklich ganz große Chancen auf Liebesentwicklungen bringt, vielleicht auch einen Umbruch für euch bringt, aber auf jeden Fall euch auf eurem Seelenweg weiter nach vorne bringt. Alles Gute mit den Sternen.